Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmis. Heute sprechen wir über das Rundfahrgeschäft Troika, die Schneebahn, von der Schaustellerfamilie Arendt und Sohn aus Bremen. Erlebt unter anderem hier in diesem Video ein sehr interessantes Interview mit dem Inhaber Frankie Arendt. Dann wird das Steuerpult wird erklärt, wir schauen uns einmal das Herzstück der Troika an, die täglichen Wartungsarbeiten am Geschäft werden erläutert und wir gehen in einen Schaustellerwohnwagen. Unfassbar, oder? Dazu gibt es Tag- und Nacht-Off-Rides, Rekommandeurszenen sowie ein komplettes On-Ride. Also bleibt dran, wenn ihr auf rasante Runden aus dem Hause Max steht und bis gleich. Hey, 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 hey. Willkommen zurück. So, ich sitze jetzt hier mit Frankie in seiner Troika, in seinem die Schneebahn, ne? Troika, die Schneebahn, genau. Genau, es ist, das kennt ja von euch jeder. Das ist ein Musikexpress und ich möchte mich erstmal herzlich bedanken bei dir für die Zeit, die du dir nimmst und für dieses kleine Interview. Wir waren ja gerade schon ein Käffchen trinken. Ohne Kaffee läuft nichts. Nee, es ist früh morgens und ich hatte nur 3 Stunden Schlaf. Unfassbar, oder? Aber du genauso, ne? Ja, ich habe 4 Stunden geschlafen. Stunde mehr. Ja, genau. Erstmal möchte ich mal gerne wissen, warum du dich genau für die Troika entschieden hast. Also, wir selber haben schon immer Musikexpress gehabt. So, jetzt sind die Familie ist gewachsen. Mehrere, ich habe 4 Schwestern. Boah, so große Familie. So eine große Familie. Meine Eltern hatten viel Langeweile. Ja, und dann, ja, was machen wir? Ja, wir sind in der Musikexpress-Branche tätig. So, dann ist vor 16 Jahren die Troika in unseren Familienbesitz gegangen, an meinen Cousin. Und dann, der wollte sich auch geschäftlich verändern. Ich sage, weißt du was, wenn er sich geschäftlich verändert, dann kaufen wir die Troika, dann haben wir 2 Musikexpresse. Die Troika ist ja, sage ich mal, einmalig in der Aufmachung. Dann haben wir einen normalen Musikexpress, den ja jeder kennt. Ja. Und dann haben wir nochmal die Troika, dass wir 2 verschiedene Fahrgeschäfte haben, vom gleichen Typ. Das ist ja krass. Was habt ihr vorher alles für Geschäfte gehabt? Wir hatten zur Hauptzeit 5 Autoscooter. 5 Stück? Ein Telekom-Bad, das ist wie ein großer Babyflug. Der stand aber auf dem Hamburger Dom, ne? Regelmäßig, kann das sein? Ja, genau, aber von einer anderen Firma. Ja. Unser stand ja immer hier zur Osterwiese und zum Freimarkt auch. Und im Telekom-Bad konnten Erwachsene und Kinder mitfahren, beides. Dann hatten wir noch eine große Schiffschaukel, aber auch einmalig, die lief auf Schienen und das Schiff hatte sich auch von links nach rechts geschaukelt und hoch und runter. Ja, und dann irgendwann haben wir den Telekom-Bad und das Schiff verkauft, dann haben wir von der Firma Dreher Festbarmann, aber damals war es ja Dreher Bode, haben wir den Musikexpress gekauft. Und die haben den Breakdance dafür bekommen. Ja. So, und ja, den haben wir heute noch. Ja. Seit 37 Jahren haben wir den jetzt im Musikexpress. Und dann haben wir ja vor 6 Jahren von meinem Cousin die Troika übernommen. Ja. Und damit fahren wir jetzt. Ja. Was reizt dich persönlich an einem Musikexpress? Also Geschäft, was findest du, was ist daran so besonders und was findest du? Oh, das ist, weil ich am Musikexpress aufgewachsen bin. Als kleines Kind schon aufgesprungen, abgesprungen, ja, denn mit 10 Jahren fummelst du dann schon mal beim Aufbauen, wenn Papa ein Aufbauen ist, dann fängst du hier mal an, einen Teil mit anzupacken und da. Ja, und so über den Jahren, mit 14 habe ich das erste Mal alleine den Musikexpress abgebaut. Wie war das für dich mit 14 Jahren, das erste Mal vor Mikro? Vor Mikro, da habe ich ja schon vorher gesessen, auch mit 10, ne? Dann mal bei Papa und Mama auf dem Schoß oder so. Ne? Oder die saßen dann daneben, wenn die ersten Tage hier beim Aufmachen. Da hat der Musikexpress neben der Geisterschlucht gestanden bei Rinaldi. Und da hatten wir noch Kassette. Da musst du vorspulen. Ja, genau. Da hatten wir Kassette und 2 Plattenspieler oben in der Kasse. Plattenspieler noch? Ja. Cool. Weiß ja heute auch gar keiner mehr, was das ist, ne? Ja, genau. Wie geht das hier? Ja. Ja, und dann geht das immer weiter. Und dann mit 14 Jahren stand ich auf einmal, war keiner da. Ja, und dann habe ich mit 5 Mann Personal dann alleine angefangen, mal das Ding abzubauen. Ja. Denn irgendwann kam mein Vater dazu und dann hat er gesehen, das klappt ja schon ganz gut. Ne? Es geht doch. Es geht doch, ja. Und dann
haben die sich so langsam distanziert. Und dann mit 17 bin ich dann, wir hatten auch mal einen großen Autoscooter. Da bin ich dann mit 17 alleine schon mit durch die Gegend gefahren. Dann kam mein Vater nur zum Transporte fahren und so. Aber auch von abgebaut habe ich den dann. Das ist ja krass. Auch so, was ihr so für eine Verantwortung dann auch mit jungen Jahren schon übernimmt. Ne? Das ist ja wirklich keine Selbstverständlichkeit. Das macht ja, das gibt es ja so in fast keiner Branche. Nee, das kommt, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben nachher. Ne? Deshalb muss man auch schon aus dem Pike an dabei sein. Ja. Ich denke mal, als Schauspieler ist man auch extrem selbstständig so, ne? Was es angeht. Weil du musst ja wirklich alles können. Du musst alles können, ne? Also ich habe Schweißen musst du können, Lackieren musst du können, Holzarbeit musst du können. Aber eigentlich ist das ein Allround-Job. Ne? Aber alles, was man, du musst im kaufmännischen Bereich was können, ne? Aber eigentlich gibt es nichts, was du hier nicht brauchst. Ja. Und wenn du dich jetzt von einem Geschäft trennen musst, wie ist das für euch Schausteller? Wahrscheinlich überhaupt nicht einfach, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich trenne mich jetzt von einem Fahrgeschäft, vom Autoscooter oder sonst irgendwie was. Ja, wir haben uns ja vor kurzem getrennt vom Autoscooter und es ist keine leichte Geschichte. Ja. Aber es geht, ich sag mal, wir hatten früher 5 Autoscooter. So, mein Urgroßvater hat einen Autoscooter gehabt. Wir waren ja eine Autoscooter-Dynastie. So, und jetzt auf einmal, von heute auf morgen ist er nicht mehr da. Das geht einen schon aus schweren Herzens ab. Ist auch ein bisschen Tränenvergießen dabei, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Aber man muss das auch im kaufmännischen Bereich auch ein bisschen sehen. Wenn sich das nicht mehr rechnet und alles, dann muss man sich von Sachen trennen. Für meinen Vater zum Beispiel ist das ganz schwer. Der hat 60 Jahre einen Autoscooter gehabt. So, und dann auf einmal von heute auf morgen ist das vorbei. Da fühlt man sich da auch richtig dreckig, ne? Oder beziehungsweise, ach, musste das sein und verkaufe ich den vielleicht doch nicht oder so. Ja, genau. Aber es war, aber der stand jetzt nur noch, was will man damit? Totes Kapital. Ja. Ne? Ja, keiner hat da mehr Zeit für, keiner hat da Interesse zu. Da muss man mit mal trennen. Ich meine, das ist ja auch schwierig, weil wenn du hast ja wirklich, wenn jetzt mehrere Geschäfte, ihr habt ja wirklich zig Geschäfte und du hast ja auch irrsinnig, stehst unter Zeitdruck, du hast Stress. Ich meine, da gehst du doch auch als Mensch irgendwie kaputt. Weil irgendwann musst du dir auch Grenzen zeigen und sagst so, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist, denke mal, ist auch schwierig, ne? Ja, genau. Man muss schon wissen, wo seine Grenzen sind. Und dann muss man sich sein, wieder zurück zum Autoscooter. Der steht da, dann musst du da hinfahren, abbauen. So, wenn das zeitlich alles nicht passt, das ist so nervenaufreibend. Wie mache ich das? Die Logistik, sind da Fahrer? Ist da genug Personal? So, dann war mein Vater da alleine. Der ist ja auch schon etwas älter, klappt das, kriegt er das hin. Ich bin hier an Abbauen, dann ist da drüben einer an Abbauen. Oh, und dann im Hintergedanken hast du dann immer, klappt das alles, funktioniert das alles. Denn beim Autoscooter zum Beispiel die Netzrolle, läuft die Netzrolle beim Abbauen richtig? Und das sind immer Sachen, die man kontrollieren muss, haben die da jetzt dran gedacht, funktioniert das alles? Dann bist du bist hier an Abbauen, aber gedanklich bist du auch am anderen Geschäft. Und oh, hoffentlich passt das da alles. Und, ne? Du hast ja auch immer die Zeit im Nacken. Genau, ne? Die Zeit hast du auch im Nacken. Ja, und das sind ja richtig schwere Teile, die du schleppen musst, Schwertransporter davon. Du musst dich ja auch wirklich auch konzentrieren auf der Straße und sowas alles. Und also ich absoluten Respekt dafür, dass ihr das so leistet. Und man sieht ja bei jedem Schausteller, dass sie alle mit Herzblut dabei sind. Und klar, es muss auch wirtschaftlich sein, aber in erster Linie macht ihr das, glaube ich, aus Leidenschaft wirklich, ne? Ja, aber weil man hat ja auch an alle Spaß, wenn man jetzt auf eine Veranstaltung ankommt. Alles ist sauber. Ja. Man identifiziert sich ja auch mit seinem ganzen Material. Mhm. So, oh, denn die Räder müssen immer sauber sein. Ich kann das nicht ab, wenn das alles dreckig auf dem Platz steht. So, am liebsten würde ich erst die Fahrzeuge waschen, wenn ich angekommen bin, bevor das Karussell aufgebaut wird. Was war denn bisher so dein positivstes Erlebnis hier in dem Geschäft? Ob jetzt vom Besucher oder sonst irgendwie was? Also so positive Erlebnisse, die du hattest. Doch, positive Erlebnisse hatte ich öfters. Ja. Das sind immer, wenn ich irgendwas neu mache, das sind für mich positive Erlebnisse. Du strotzt ja auch voller Ideen, du hast ja noch viele Ideen. Ja. Was hast du denn in der Saison 2017 an dem Geschäft neu gemacht? Also wir haben obendrauf die Troika-Schrift ist neu gekommen. Mhm. Das Tunneldesign haben wir neu gekriegt. Ist zwar noch nicht ganz fertig, weil das sehr arbeitsaufwendig war und all so ein Kram, aber ja. Wir sind noch nicht fertig, es geht immer weiter. Du bist ja auch nicht fertig, ne? Weil ich merke schon, du hast neue Ideen, du willst hier noch was machen und da noch was machen. Wenn du mit irgendwas fertig bist, dann sagst du, oh Mensch, jetzt habe ich wieder eine Idee, ne? Genau. Und investierst es wieder. Es ist ja so, zum Beispiel, wenn der Tunnel jetzt fertig ist, dann guckt man sich das an, ah, ja gut. Und dann guckt man sich an, oh, was könnte ich jetzt noch verändern? Ja. Ja gut, wir machen dies nochmal neu oder das nochmal neu.
Dann haben wir auch eine aufwendige Chaisenzug-Beleuchtung. Ja, stimmt, die ganzen LEDs und sowas, ne? Das ist ja auch enorm viel Arbeit. Ja, hier nur in den Chaisenzug sind drin 76.000 LEDs. 76.000 LEDs? Wie lange hast du dran gearbeitet? Wir haben mit 18 Mann 4 Wochen Löcher gebohrt. Ach, da bist du verrückt nachher. Da bist du doch echt verrückt. Man schläft abends mit der Bohrmaschine in der Hand. Alter Vater, ey. Das ist ja so krass. Und wie lange brauchst du jetzt zum Aufbauen von dem Geschäft? Ich sag mal so, das ist ja immer dahingestellt. Wie lange braucht man zum Aufbauen? Wenn ich 10 Tage Zeit habe, baue ich 10 Tage auf, dann repariert man mal dies, mal das, dann ist irgendwo mal ein Kabel ab, dann wird gewaschen, dann wird mal mehr gewaschen wie sonst. So, dann werden auch mal die Chaisen poliert, die vielleicht 2-mal im Jahr poliert werden oder 3-mal. Mhm. So, die poliert man dann 1-mal mehr. Mhm. Und so kleine Reparaturen, die sonst liegen bleiben, die macht man. Ja. Aber wenn ich jetzt morgens um 8 anfangen muss und um 16 Uhr, wenn ich irgendwo auf dem Stadtfest bin, muss auf der Kreuzung aufbauen. Ja. Um 17 Uhr geht das Stadtfest los. Dann fangen wir morgens um 8 an und um 16 Uhr sind wir fertig. Aber wie schaffst du das bloß? Weil, wie gesagt, du musst ja auch Personal erstmal ranheuern und dann in so ein paar Stunden alles aufzubauen, Transporte fahren und. Das ist ja alles eine logistische Sache. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ich habe es eilig, komme vom anderen Geschäft, das Personal eben mit rüber, das muss dann auch irgendwie organisiert werden, dass die schon fertig sind mit Aufbauen und dass die dann parat stehen, wenn wir anfangen. Dann kommen dann noch 5 Mann dabei, 4 Mann und mein Schwager meistens. Oh, und dann klappt das schon. So krass. Also, und wie viele Transporte benötigst du für diese große Anlage? Hierfür, wir führen 2 große Wohnwagen mit und 3 Transportfahrzeuge. Hast du das Gesamtgewicht von der Troika in Tonnen? Wie viel bewegst du hier? Also der Mittelbau hat 35 Tonnen. Boah. 40, so schwer ist sie nicht. Ich denke, mit 75 Tonnen sind wir fertig. 75 Tonnen? Ja. Da brauchst du ja wirklich auch Zugmaschinen, die ordentlich ziehen, ne? Ja, die haben wir ja, ne? Wir führen 5 Zugmaschinen jetzt mit. Ja. Und die haben PS wie 420? Die haben PS ohne Ende. Krass. Ja. Wir haben 2 Stück mit 420 und 1 mit 350. Ja. Reicht. Was fasziniert dich an dem Beruf Schausteller besonders? Oder was findest du, was macht dir am meisten Spaß? Am meisten Spaß. Das Auf- und Abbauen macht einen Spaß, wenn man in der Kasse sitzt, das Publikum, auch die Leute lächeln sehen, das Publikum, ne? Kinder strahlende Gesichter und so. Mhm. Oder was auch ist, man kommt jetzt hier an auf der Osterwiese und Kollegen alle nicht, auch schon lange nicht mehr gesehen, da freut man sich morgens hier auf der Reihe mal zu stehen, kleinen Grünschnack, Kaffee trinken, ja, cool. Einfach alles. Und was machst du nicht so gerne? Wahrscheinlich Abbauen im Regen, wa? Ja, Abbauen im Regen das dauert dann 2 Stunden länger wie normal. Ne? Ja, cool. Könntest du das Steuerpult nochmal zeigen? Ja, das können wir machen. Ja, cool. Dann gehen wir da mal hin. Gehen wir da mal hin. Ja, Froggy, was haben wir denn hier alles? Das ist ja, ich sehe einmal schon mal Mack. Also Mack ist der Hersteller, ne? Genau, Troika die Schneebahn macht Pfannen, ne? Konstruktion bei Mack Whites GmbH, KKG. Nein. Aus dem Allgäu. Ja, cool. Kennt natürlich jeder jetzt so, ne? Also Mack ist natürlich super bekannt. Und welches Baujahr ist eigentlich die Troika? Troika ist ein Baujahr 77. Ja. Boah, das ist doch, das siehst du überhaupt nicht. Das ist ja das, was ich immer sage, ne? Dass ich immer mit sehr viel Leidenschaft dabei... Oh! Können! Das, guckt euch das an. Wie krass. Quatsch. Okay, das Steuerpult. Wie steuerst du denn die Anlage? Also weiß und rot. Das ist immer das Licht, wo wir am meisten arbeiten. In der Mitte. Na, da machen wir immer viel Action mit. Ja, das ist unser Notaus. Motorfreigabe. So wird der Frequenzbericht da gestartet. Hört man das klacken? Das ist die Bremse. Die hört man auch klacken. Ja. Ja. Dann haben wir vorwärts und rückwärts. Ach, ich könnte auch rückwärts fahren. Ja. Dann fahren wir rückwärts. Klack, Bremse drin. Ja. Und dann können wir wieder vorwärts fahren. Bremse auf und dann geht's wieder los. Gibt es denn mehrere Geschwindigkeitsstufen? Nein, wir haben eine neue Frequenzanlage. Vorher gab es ja die Standard 5-Stufen-Schaltung. Mhm. Und jetzt haben wir nur noch diesen Poti. Ah.
wie man ihn auch vom Breakdance kennt. Ja. Und damit regeln wir das dann. Auch man kann jetzt, ich mach mal den Motor aus. Das ist quasi beim normalen Standard Musik Express, wäre das jetzt halbe Kraft, wäre dritter Gang circa. Ne? Mhm. Und dann ja, Tempo 100. Und dann geht's über Kopf. So ungefähr. Nee, der Musik Express hat ja eine Durchschnittgeschwindigkeit von ca. 42 km/h. Ne? Ja, das kommt dann wesentlich schneller vor. Ja, genau. Also. Aber auf den Durchmesser des Kreises und von den Umdrehungszahlen kommen wir nachher auf 42 km/h quasi. Okay, okay. Ja, krass. Und das hier ist alles so Beleuchtung wahrscheinlich, ja, ne? Das sind Eiszapfen. Das hier, die unterste Reihe ist nicht belegt. Ne? Krone, Motor, Spinne, Lauflicht, das sind die Eiszapfen draußen. Ja, Schäsenbeleuchtung, Plafond, Blitzer. Ja. Das ist ja krass. Die Dreher. Sieht ja auch cool aus. Und die Musik machst du wahrscheinlich hier mit dem Rechner hier, genau. Oder das ist die Musikanlage, hier. Ne? Ach so. Ah, da ist der Rechner. Fahren wir ihn mal hoch, gucken wir einmal rein. Krass. Da hast du da oben den Monitor, Mischpult, Echo-Gerät, CD-Player, zwei Endstufen für die Bässe und das sind die Endstufen für die Hochtöner. Krass, ey. Schallplattenspieler hast du nicht mehr, ne? Schallplattenspieler, Kassettenrekorder haben wir abgeschafft. Heute läuft alles über den Rechner. So, Frankie, wo gehen wir jetzt hin? Einmal wir gehen jetzt einmal nach unten, gucken wir uns einmal das Herz von der Tolke an. Ja, cool. Hier sind so die heiligen Hallen, ne? Ach, damit transportierst du das Geschäft, ja, ne? Ja, genau. Unter anderem? Das ist die Rolle, da kommen die Ausleger drauf, Fußboden und so weiter. Wahnsinn. Das ist unser Wohnwagen, der von meinem Vater. Boah. Ich habe ja auch, ist auch von Mack, ne? Ja. Hm. Vor allen Dingen, viele können sich das immer nicht vorstellen, weil ein Wohnwagen beim Schausteller ist ja wirklich ein Palast. Es ist kein Wohnwagen, wie man das so kennt, wenn du jetzt Camper oder sowas. Ja, das genau. Ist, das ist, sag ich mal, ein Standardwohnwagen. Ja, genau. Hier zum Vergleich. Ja, und das hier. Das ist ein. Boah, guckt euch das an. Das ist krass. Von den Marktführenden aus Deutschland eigentlich. Welches Baujahr ist das? Das ist auch ein Baujahr 77. Das würde dir keiner glauben. Auch der Zoll nicht, ne? Auch der Zoll nicht, ja. Cool. So, jetzt haben wir hier das Herzstück. Boah. Alter, wie krass. Oh, guckt euch die Technik an. Was sind das? Was sind alles hier Sicherungskästen? Oder was ja, ist das hier? Ist die ganzen Vorsicherungen für die Fahranlage, Musikanlage, Lichtgeräte etc. Ja. Und da hängen die Motoren. Für die Räder, ja, hier, genau. Wir haben vier Antriebsmotoren. Wie viel PS haben die Dinger, die so in so einem Motor? 7,5 kW. Ja. Und Stromanschluss, wie viel benötigt das Geschäft? Auch jetzt, weil wir alles umgerüstet haben auf LEDs, Energiesparmotoren und so weiter, könnten wir quasi mit einem 63er Stecker das Geschäft betreiben. Mhm. Machen wir aber nicht. Ja. Okay. Aber es wäre technisch möglich. Ja. So, dann haben wir hier den Mittelbau, wa? Jawohl. Hier haben wir einmal eine separate Steuerung. Die brauchen wir jeden Morgen, wenn wir die Wartungsarbeiten machen. Brauche ich nicht immer nach oben laufen. Die kann ich jetzt hier unten einstecken. Okay. Hier ist der Stecker dafür. Den kann ich hier einstecken und dann kann ich das Geschäft von hier unten steuern. Kann ich hier zum Beispiel die Auslegersicherung, die Splinte, alles nachgucken von hier unten. Dann brauche ich nicht immer rumschreien, weiter vor, weiter zurück und so weiter. Das kann ich alles separat von hier unten machen. Ja. Oder wenn die Motoren, die Kabel jeden Morgen, wenn wir unseren Wartungsplan abarbeiten, mache ich das von hier unten. Wie lange dauert so eine Wartung? Auch wir brauchen morgens zur Wartung so anderthalb, zwei Stunden. Ne? Das ist ja ganz schön ordentlich. Pallung nachgucken, Bolzen nachgucken, Sicherung nachgucken. Dann muss wieder geputzt werden. Ne? Ja, ich weiß, du bist ja immer sehr penibel, was das angeht. Auch jede Birne muss glühen, ne? muss leuchten. Das ist es. Eigentlich ein Klassiker, ne? Ja, es ist aber wirklich, jeder Schausteller achtet extrem drauf, ne? Und jeden Morgen guckst du dir das wirklich Geschäft an und... Es ist ja auch so,
wie viele Personen befördern wir, ne? Aber ich glaube, die Kirmes oder Freizeitparks, ich hau das mal über eine Stufe, wie viele Menschen befördern wir am Tag, wie viel befördert ein Flugzeug oder die Deutsche Bahn? Ich schätze mal so von mir aus, dass wir an vierte oder fünfte Stelle kommen, ne? Ja, ja. Aber da muss man auch mit einem reinen Gewissen dran gehen. Ich setze mich da heute rein und sag mal, ich befördere heute 1200 Menschen. Mhm. So, mhm. Also muss das auch alles funktionieren, alles seine Ordentlichkeit haben. Mhm. Und mit einem ruhigen Gewissen musst du da oben drinnen sitzen. Ja, vor allem, du bist ja auch, ich habe es ja auch gesehen, immer konzentriert, weil du fährst das Geschäft, du musst die Leute unterhalten, hast aber auch eine enorme Verantwortung. Ne? Du musst ja, weil die Besucher machen ja meistens immer Fehler, beziehungsweise benehmen sich nicht oder wollen einfach aufspringen. Genau, und das darauf sind, musst wenn ja mal stark betrunken Menschen da sind, auf Schützenfest oder was, ist ja ganz normal, dann stehen die mal auf, dann musst du schon wieder gucken, oh, was passiert da, Geschwindigkeit runter, dann muss einer von den geschulten Personal hoch. Hinsetzen, wenn er sich nicht hinsetzt, musst du anhalten, raus. Ne? Oder wenn Kinder mal nicht richtig sitzen, die verrutschen oder so. Auch man muss kontinuierlich das Karussell unter Kontrolle haben. Ne? Weil ja, man arbeitet ja, sag ich mal, wenn wir bei voller Kapazität, passen hier so 65, 70 Menschen rein. Ja. So, und dann hast du die Verantwortung über diese 75 Menschen. Oder was auch drum zusteht. Dann sind vielleicht mal 100, 120 Personen am Karussell in der Hauptzeit. Und dann, wenn irgendwas passiert, ja, dann sind sie der Verantwortliche da oben. Ne? Deshalb muss man schon Perfektionist sein, um so ein Karussell zu führen. Ja, und das bist du. Also ich bin echt beeindruckt von dem Geschäft. Und wie gesagt, das Baujahr, das sieht man nicht. Wenn man das, auch hier unten, das ist so top gepflegt. Das ist der Hammer. Oh, was ist das für ein Riesen? Und das hier deine Bassbox oder was? Ja, eine. Eine davon. Und dasselbe Monster haben wir vorne nochmal. Alter, wie viel Watt haben die Dinger? Oh, einer von den Lautsprechern wird mit 2200 Watt angesteuert. Also nichts für zu Hause? Nein. Ja, geht. Ich habe sowas auch zu Hause, aber das echt? Funktioniert schon. Musst du mir mal zeigen. Das ist ja krass. Und hier, das sind hier so richtige Reifen, also so... Ja, das sind auch witzig, die sind vom Vorwerk hergestellt. Die letzten, die jetzt noch da drauf sind, sind vom Vorwerk. Sind nur vom Vorwerk damals hergestellt worden und jetzt gibt es sie vom Continental. Die Räder, das sind ja so elastische Reifen. Ne? Wie oft musst du die wechseln? Also wir haben letztes Jahr alle neu bekommen. Oktober 2015 sind alle 20 neu bekommen. Ja. Aber im Grunde, ich schätze mal so 10, 20 Jahre hält so ein Reifen. Ne? Ja, ja. Ja, der ist ja elastisch. Eigentlich geht nichts kaputt, wenn man da einigermaßen vernünftig mit umgeht. Ja, ja. Und das Hauptverschleißteil an diesem Geschäft sind jetzt nicht die Räder hier, wie bei einer Achterbahn. Eigentlich ne? Hauptverschleißteile gibt es an diesem Karussell nicht. Ah. Wenn man da vernünftig mit umgeht, hält das 1000 Jahre. Ja, wie man ja auch sieht. Ne? Also ja, das ist wirklich krass. Man muss nur immer beim Ausleger oder beim Chaisen reinmachen, dass genug Schmiere drauf ist. Und ja, sonst gibt es eigentlich nur, ja, und die dauerhafte Wartung durch den Kontrolle der Splinte, Bügelsplinte, Spannstangen hinten in der Rückenlehne, aber da gibt es schon ein paar Sachen. Aber ansonsten ja, geht's eigentlich. Ja, dann zeigen wir hier nochmal unser Notpult, sage ich mal, zur täglichen Wartung. Wie viel Kabellage hast du hier? Wie viel Meter? Ach. Weißt du nicht, da kann man nicht. Jede Menge. Jede Menge. Zack, das ganze Geschiebe läuft. Dann stelle ich mich mal hier drüben her. Kann ich hier mal langsam vorfahren, kontrollieren das ganze Geschehen, Kabel, dass die Kabel nicht zu weit runterhängen, dass sie an den Mittelbau hängen bleiben. Bolzen, Spannstange, hier die Triplettbolzen, die Schrauben, dass das alles richtig fest ist. Oder die Keilriemen-Motorhalterin, dass die Keilriemen alle richtig sitzen und so weiter. Ne? Ja. Ob die Stecker richtig drin sind, wenn die keinen richtigen Kontakt haben, fängt das an zu schmoren und so weiter. Guten Morgen, da sitzt der Herr Markmann vom Octopus. Warte mal, will er noch mal kurz Hallo sagen? Herr Markmann ist auch noch dran. Ja. Mein Kumpel. Klappt alles?
Es klappt alles. Bei dir auch? Ja. Bist du mit der Wartung durch? Ja, bin ich. Sehr schön. Hier ist auch alles drin. Unser Personal muss das ja täglich dokumentieren. Ja. Jeder von dem Personal ist für eine Sache verantwortlich. Denn zum Beispiel der Sebastian, der macht immer die Schwanzstangen jeden Morgen, Bolzen hier unten, dafür ist er verantwortlich. Dann dokumentiert er das. Um 9.38 Uhr hat er das alles kontrolliert. Und wenn er fertig ist, dann gehe ich runter und mache so wie jetzt. Fahre ich einmal in der Runde, stelle mich hier hin, kontrolliere die Splinte, Sicherung, Kabel. Aber Frankie, du musst dich ja dann auch auf die Leute wirklich verlassen, ne? Weil es ist genau. Wirklich... Ja, und deshalb, ich versuche denen so eine kleine Verantwortung zuzuschustern, aber am Ende bin ich ja der Verantwortliche und ich kontrolliere das Ganze dann noch einmal, dass ich auch wirklich von meinem Herzen reines Gewissen habe, alles klar, zum Beispiel heute ist Sonntag in Bremen, die Karre muss laufen, wir können uns keine Ausfälle erlauben, wollen wir ja auch nicht und dass alles funktioniert. Man muss auch wirklich sagen, dass in Deutschland von der Sicherheit her bei den Fahrgeschäften, ja, ihr seid die Nummer eins, ne? Aber es käme es angeht, also da hat die schärfsten Vorschriften auch, ne? Ganz genau. Und ich denke auch, von der Aufmachung her, von der Verarbeitung her, dass Deutschland die Nummer eins der Welt ist, ne? Ja. In Optik und Führung der Fahrgeschäfte. Ja. Und ich sag mal so, wie viele Sachen passieren bei uns, das ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Das ist auch bei den Menschen, was wir katapultieren, sage ich jetzt mal, ist das schon nix. Das ist doch meistens immer so eigentlich schon bei den Besuchern, ne? Was wenn immer irgendwas passiert. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Jetzt sind wir gleich einmal rum. Und der Chef Menge ist frei. Der Chef zufrieden. Ist zufrieden. Cool. So. Wird das auch erledigt? Gucken wir einmal in die Küche, wo die Chefin das Essen zubereitet für uns und unser Morgen. Personal. Morgen. Mahlzeit. Ja, was gibt es heute zu essen? Heute gibt es Gulasch. Gulasch? Da sind wir dabei, ne? Da sind wir dabei. Das essen wir gerne. Ist ja krass. Gulasch. Okay, die Damen sind gerade ein bisschen in Action. Ja, wollen wir nicht auch weiter stören. Jetzt gerade wieder Mittag. Die haben auch immer was zu tun. Und gleich müssen sie sich wieder fertig machen, dass auch um 13 Uhr wieder in der Kasse sitzen. Hübsch in der Kasse sitzen. Geschniegelt und gebügelt. Nicht so wie jetzt. Boah, ist echt so. Also, sie sind ja auch, hast du ja wirklich Überlänge auch, ne? Wenn man das hier so sieht. Cool. Auch hier, wenn man das mal beachtet, guck mal, super sauber. Guckt euch das an. Super sauber. So soll es sein, ne? Ja, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, weißt du? Wir arbeiten darauf hin, Vorzeigebetrieb zu werden. Ja, also ihr seid ein Vorzeigebetrieb. Hier sieht man es auch nochmal schön Mack, ne? Ja. Du, cool. Echt geil. Alle Fahrzeuge, die wir besitzen, befinden sich aus der Stahlfabrik Mack. Oh, habt ihr schon die Bonuskarte? Leider nicht. Ja, Frank, ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mir mal alles gezeigt hast. Also ich kann nur sagen, wenn ihr die Träuger seht, fahrt damit. Es macht wirklich Spaß. Es ist ein Vorzeigebetrieb wirklich. Man sieht, es ist alles picobello sauber und Träuger kann jeder fahren, ne? Träuger ob kann jung, jeder fahren. Alt, also groß, ob klein. Ja, ja. Ab 3 Jahre können sie in Begleitung Erwachsener fahren. Ab 3 Jahren schon? Ja, unsere Kinder fahren schon. Oh. Wo seid ihr als nächstes? Von hier aus fahren wir nach Pinneberg. Ja. Nach Schleswig-Holstein. Och, ist ja gar nicht so weit weg von mir. Deine Heimat. Ja, fast Lübeck. Aber Schleswig-Holstein ist meine Heimat, das stimmt. Ja. Ja, und dann fahren wir nach Bremerhaven, dann fahren wir nach Worms, Pfingsten. Und dann geht es immer weiter.
geil. Cool. Also voller Terminplan. Voller Terminplan. Dann habe ich noch mal eine Kleinigkeit. Und zwar, wie gesagt, für dich als kleine Stärkung möchte ich sagen, Messi. Messi. Ich bedanke mich. Sehr gerne, Frankie. Ne? Und jetzt seht ihr noch ein paar Impressionen von der Troika. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Und ja, bis dann. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Da geht es dann wieder hoch zu der Rippe und Schinan ist da. Da schau mal auf der rechten Seite noch was der Lila. Auch den Oranje. Alles war eine Runde, bitte genau. Jetzt geht's ab, alles klar. Neue Reise, dann kommt er wieder, bitteschön, der Zauber aus hier. Schotten dich ab, die Reise, los geht's. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Jetzt machen wir es, jetzt machen wir es.
Stromauswagen, alles klar hier. Die Luzi, jetzt haben wir Schwung in die Kiste. Die Maschine, alles da, jetzt gehen wir Schwung in die Kiste. Ab in die Wasser, alles da, ja. Dann drehen wir das Ganze kurz nochmal herum. Ich denke, die Schnauze habt ihr immer noch nicht voll. Okay, dann drehen wir das ganze Teil nochmal um, dann machen wir das nochmal vorwärts weiter. Da siehst du, alles klar und jetzt aber los. Okay, wieder alles in Ordnung bei euch? Hinein, euch machen wir jetzt ein bisschen Luft, da pass mal auf. Dann bringen wir es auf, das geile Teil. Ab geht die Wasser, let's have it. Ganz recht herzlich an Bord der Superstar-Rocker. Der wird schon
die Chance, angenehme Schlüssel kommt. Ganz rechte Zielgrüße gehen natürlich auch an Lübeck, an Lübeck, an Nass. Er hat jetzt mal so ordentlich durchschauen mit dir, jawohl. Was ist aber, dann macht das jetzt mal nach, das macht der üblich ab. Was wir haben, oh, was ist wunderschön. Thank you.
Ja, da rockt der Frankie nochmal so richtig ab, oder? Sehr cool. Ja, Troika, die Schneebahn, meine persönliche Meinung. Also ich habe die Troika das erste Mal real auf dem Hamburger Winterdom 2003 gesehen. Damals noch unter Karl-Heinz Heine, glaube ich, war der Besitzer. Und da habe ich schon eine Backstage-Führung veranstaltet mit Chemist-Fans und so weiter und so fort. Und da habe ich schon gesehen, dass das Ganze wirklich cool aussieht, beziehungsweise top gepflegt ist. Und ich mag ja so diese Berg-und-Tal-Bahn, ne, mit diesem Dark Ride, also mit dieser Tunneldurchfahrt, einen wird nicht schlecht dabei. Es macht auch wirklich einfach Spaß, es wird Stimmung gemacht und absolut top. Ja.
Yeah.
Silvester. Dann werdet ihr einen neuen Haarschnitt verpassen, Margit Treuger. Das Aussagen vom Winde, fertig, fertig. Auf geht's, hey, Kapitän, mach ein Mal. Und jetzt habe ich eben auf der Bremer Osterwiese 2017 unter Arendt das Geschäft wieder gesehen. Hat mich sehr gefreut. Und auch mit diesen ganzen LEDs, das ist der Hammer. Und das Geschäft sieht aus wie geleckt. Ich kann mich nur noch wiederholen. Ich habe ja alles mal sehen dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle an Frankie. Und es macht wirklich Spaß, damit zu fahren. Also wirklich butterweich. Ich habe ja das On-Ride gemacht. Und an dieser Stelle auch nochmal schönen Gruß an Oliver, ne? Den Rekommandeur, für die tolle Fahrt. War sehr, sehr geil. Und ja, butterweich. Und man muss ja mal beachten, dass das Ganze auf- und abgebaut wird. Also das Ganze ist transportabel. Und wenn man bedenkt, wie alt das Geschäft ist, die tägliche Wartung und ja, man geht natürlich mit dem Geschäft gepfleglich um. Das merkt man auch. Es ist absolut... Es fährt sich toll und man will am liebsten nochmal fahren. Und auch von außen, gerade im Dunkeln, sieht das fantastisch aus mit diesen LEDs und mit dem Nebel und mit dem Blitzer, mit dem ganzen Lichterspiel. Und es wird Stimmung gemacht. Auch dieser Eisbär da, der, ich glaube, an Familientagen und nachmittags für die Besucher nochmal rauskommt. Ich glaube, Karl, der Eisbär heißt das. Finde ich auch eine ganz witzige Idee, mit den Kindern so ein bisschen animieren. Und ich kann wirklich nur positiv über dieses Geschäft berichten. Ich habe mit Frankie, das kann ich vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, bevor wir das Interview gemacht haben, haben wir noch irgendwo ein Käffchen getrunken. Und da habe ich ihm dann so erzählt, Mensch, könnte man den Tunnel vielleicht noch mal ein bisschen dunkler gestalten mit einer Extraplane oder sowas. Und da hat er natürlich gesagt, ja, könnte man zwar schon, aber das rechnet sich nicht, weil man muss natürlich bedenken, man muss das Ganze transportieren. Und da hat er auch recht, das sehe ich natürlich immer nicht so richtig. Ja, man muss, jedes Teil hat natürlich seinen Platz im LKW, ne? Also in den Zugmaschinen, auf den Aufliegern vielmehr. Und man muss natürlich alles beachten, das ist so eine dicke Plane, kostet einmal Platz, Gewicht und du musst natürlich die Plane dann auch hin und her transportieren. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man das nicht verdunkeln kann, beziehungsweise dass das Ganze nicht wirtschaftlich wäre. Aber es ist auch so schon dunkel. Aber also wenn man abends oder nachts damit fährt, ist es dunkel. Also naja, ihr kennt mich ja, ne? Aha. Also bei mir kann es nicht dunkel genug sein. Ich finde das einfach, Dark Rides, da kommt wieder der Dark Ride-Fan durch, oder? Aber wie gesagt, es macht tierisch Spaß, wenn ihr da die Troika seht, dann fahrt auf jeden Fall damit. Es werdet ihr selber merken, butterweich die Fahrt, super Laune und am liebsten will man gleich zweimal hintereinander fahren. Es macht wirklich Spaß.
Ja, und dann habe ich natürlich noch mal eine Frage an euch. Wie ist eure persönliche Meinung über die Troika, die Schneebahn von Arendt? Schreibt das gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und hast du nicht gesehen. Und wenn ihr jetzt dieses Video auf YouTube oder im Google Plus schaut, dann blende ich euch jetzt eine interaktive Umfrage ein, hier oben rechts. Und zwar lautet die Frage, mit welchem Karusselltyp fahrt ihr am liebsten? Ihr habt die Auswahl zwischen Mack Musikexpress, Mack Schlittenfahrt, Mack Raupenbahn oder Kosmond Musikexpress. Und wenn ihr jetzt der ein oder andere nicht weiß, was das ist, Google ist dein Freund oder Wikipedia. Ich kann jetzt nicht alle Fahrgeschäfte nochmal erklären, weil in der letzten Umfrage hat, glaube ich, jemand mal geschrieben, was ist ein Breakdancer 4? Ja, Wikipedia, Google etc. pp. Das Internet ist so einfach. Auch einfach zu bedienen. Unfassbar, oder? Ja, nehmt gerne an der Umfrage teil. Wenn ihr das Video jetzt auf Facebook seht, dann schreibt uns einfach euer Ergebnis mit in die Kommentare. Und das ein oder andere Posting werde ich natürlich wie gewohnt in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Unfassbar alles. So, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um den Happy Traveler von der Firma GAG, beziehungsweise von der Schaustellerfirma Winter. Heino Winter, an dieser Stelle schon Gruß. Und da habe ich euch gefragt, einmal, wie ist eure persönliche Meinung über den Happy Traveler von GAG? Und dann gab es noch die Umfrage, welcher Breakdance-Typ ist euer Favorit? Und wenn ich mir das Umfrageergebnis anschaue, unfassbar, erster Platz ist Breakdance Nummer 1 mit 66%, zweiter Platz ist Breakdance Nummer 2 mit 23%, dritter Platz und als auch vierter Platz teilen sich Breakdance Nummer 3 und Breakdance Nummer 4 mit jeweils 5%. Ja, für was hätte ich gestimmt? Ich glaube, Breakdance Nummer 2, nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß es, Breakdance Nummer 2, weil er etwas ruhiger ist, nicht ganz so wild und wirklich Spaß macht. Ja, und ich mag eben diese großen Fahrgeschäfte, das ist, von außen sieht das einfach Hammer aus. Ja, und deswegen würde ich eben für den Zweier stimmen. So, dann habt ihr fleißig wieder kommentiert, auf YouTube zum Beispiel schrieb der Marcel Spielt. Den Typen finde ich wirklich sympathisch. Den Typen, du meinst bestimmt Heino, ne? Ja, Heino, der ist auch mega sympathisch. Die Idee, wie der Breakdancer jetzt ist, finde ich toll. Aber dieses Familienfreundliche spricht mich überhaupt nicht an, um da für ein paar Stündchen zu chillen. Aha. Aber eine Fahrt würde ich auf jeden Fall mitmachen. Aha! Ja gut, ich finde die Idee mit diesem Familienfreundlichen gar nicht mal so schlecht, beziehungsweise ich mag sowas. Komm du erstmal in unser Alter hier. ja, klar, für die Jugendlichen, um dort zu chillen, da würde man mit Sicherheit den Breakdance Nummer 2 von Dreher und Westermann vorziehen, weil da natürlich auch etwas andere Mucke gespielt wird. Da heizt der Sascha richtig ein. Aber ich mag es, diesen Happy Traveler, das ist einfach mal was anderes und ich bin persönlich ein absoluter Fan davon geworden. Es ist einfach diese positive Stimmung, die da auch verbreitet wird, aber gut, das wisst ihr ja, ne? Habe ich schon im letzten Video erzählt. So, dann, ja, vielen Dank dafür, ne? Dann schauen wir mal auf Facebook, wir hatten da geschrieben, der Benjamin Drescher, auch ein sehr treuer Zuschauer, an dieser Stelle schon Gruß. Mein Favorit ist der Nummer 2, mit dem bin ich halt groß geworden als Bremer. Mag den Großen auch, lieber, weil die Fahrt irgendwie ruhiger ist, also nicht langsamer, sondern nicht so ruppig. Ja, das kenne ich. Den Happy Traveler mag ich gar nicht. Habe ich auch nie verstanden, warum in Bremen immer zwei Breaker stehen müssen. Warum ist das eigentlich so? Das Argument, weil es einer der Menschenmengen nicht abarbeiten kann, ist mittlerweile überholt. Wobei der Heino mega sympathisch ist. Ja, vielen Dank, lieber Benjamin, für deine ehrliche Meinung. Ich persönlich finde es gar nicht schlecht, dass zwei Breaker auf dem Festplatz stehen, zumal der Breaker 1, zumal es ja ein Breaker 1 ist und ein Breaker 2, also zwei unterschiedliche. Von daher finde ich das gar nicht schlimm. Ja, doof würde ich das finden, wenn jetzt zweimal der Breaker 1 stehen würde. Das muss nicht sein, aber ein Breaker 1 und Breaker 2, die fahren sich unterschiedlich und von daher finde ich das gar nicht schlimm. Ja. Vielen Dank dafür. Dann schauen wir nochmal auf Google Plus. Wir hatten da geschrieben, der Kai Minsen. Ich kenne den Happy Traveler noch aus seinen Anfangstagen vom Bremerhavener Jahrmarkt. Damals stand er in der Mitte des Rondells, dieser Animatronic-Bild. Ah, okay, das kommt unten noch. Als Chinese verkleidet, trotzte dem Wetter und hielt sich vor Lachen den Bauch. Unfassbar, oder? Warum er heute dort nicht mehr Einsatz... Was? Also, warum er heute dort nicht mehr Einsatz ist... zum Einsatz kommt, kann ich nur vermuten. Entweder sollte es bunter und spiegeliger in der Mitte werden oder so ein klischeebehafteter Animatronic wirkt in der heutigen Zeit doch eher etwas befremdlich.
Heute steht die Puppe als Matrose verkleidet vor dem Happy Sailor. Solltest du das nächste Mal dort den Happy Sailor besuchen, frag mal, ob er noch funktioniert und nicht mal wieder kurz angeschmissen werden kann. Ja, ich habe ihn tatsächlich gesehen. Vielleicht sehen wir dann ja einen lachenden Matrosen. Unfassbar, oder? Jahrelang kannte ich nur den Happy Traveler und seinen etwas schnarchigen Bruder aus dem Heidepark. Erst später auf anderen Jahrmärkten und durchs Internet merkte ich anhand der ganzen Dancer im Titel, wie diese Gattung Fahrgeschäfte eigentlich heißt. Ja, vielen Dank, lieber Kai, auch für das Bild, was du unten nochmal gepostet hast. Diesen Matrosen habe ich tatsächlich bei Happy Sailor gesehen. Ich habe leider zeitlich es nicht mehr geschafft, ein Interview zu führen. Es war einfach zu knapp und ich habe schon Urlaub, sonst hätte ich das auch nicht geschafft, die ganzen Videos, die ich momentan raushaue. Es waren eben andere Schausteller, habe ich noch Interviews geführt und dann war einfach die Zeit nicht mehr da. Aber Bremer Freimarkt etc. pp. Kommt ja bestimmt bald. Unfassbar, oder? Ja, vielen Dank, lieber Kai, für deinen Kommentar. Und auch vielen Dank an alle, die wieder fleißig kommentiert haben. Ich habe mir alles durchgelesen. Weiter so. So. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und im Anschluss erfolgen wie immer die Outtakes und die nächste Funfair-Blog-Ausgabe mit Zeitkodett, wird es glaube ich sein, ja, wird sein, erscheint am kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao. Heute sprechen wir über das Rundfahrgeschäft Troika, die Schneebahn aus dem So, dann fangen wir jetzt mal an. So. Schleichwerbung. Ja, Dom muss es. Wir sind ja nicht auf dem Dom, deswegen. So. Grüß dich! Frankie!